Dankeschön. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur 18. Folge von Presseschlau. Nicht zur 17., wie ich vor 2 Wochen behauptet habe. Also da habe ich mich am Ende ein bisschen vertan. Das ist jetzt hier die 18. Wenn ihr die 17. sehen wollt, dann hättet ihr vor 2 Wochen einschalten müssen. Tut mir leid. Ja, also wir haben heute eine tierische Sendung, wenn man das mal so sagen darf. Also ich habe gerade noch mal über die Hefte drüber geguckt und über die Themen. Sehr, sehr tierisch heute alles. Wir haben auch noch einen sehr, sehr netten und sehr unterhaltsamen Gast. Der Herr Beleites wird uns später hier Gesellschaft leisten. Beginnen möchte ich aber mit dem größten Affen, den die deutsche Presselandschaft zu bieten hat, Franz Josef Wagner. Ich bin immer wieder erstaunt, wo er die Kreativität hernimmt, jeden Tag so viele leere Worte zu so wichtigen Themen zu schreiben. Also möglicherweise ein faulerer Journalist würde wahrscheinlich einfach zu irgendeinem Stammtisch gehen und einfach das, was er dort hört, aufschreiben und dann abdrucken lassen. Aber der Herr Wagner ist da sehr kreativ und denkt sich das alles selbst aus. Und das auch noch zu so wichtigen Themen. Es geht ihm dieses Mal schon wieder um die Ukraine. Und er schreibt dieses Mal: Liebe Putin-Fans, ich kriege das alles nicht auf die Reihe. Auch unter meinen besten Freunden so viele Putin-Versteher. Der Mann hat Eier, der Mann hat keinen Schiss, der Mann ist kein Laberer, der Mann ist ein Macher. Naja, seine besten Freunde arbeiten vermutlich alle für die Bild-Zeitung, daher ist das keine so große Überraschung. Wahrscheinlich sagen seine besten Freunde das mit einem ganz bestimmten Ton, so nach dem Motto: Ja, Franz, der Mann hat Eier, der Mann traut sich was, der ist kein Laberer, nicht so wie du. Was schreibt er noch? Wir dagegen im Westen sind Toleranzler, Diskussionsler, Konferenzler, Konfliktscheuler. Worte, Worte, Worte. Worte kämpfen nicht. Ja, das ist richtig. Worte kämpfen nicht, das sollen sie ja auch nicht. Worte haben viele Aufgaben, nicht? Vermitteln, berichten, versöhnen, Gefühle ausdrücken oder, wie heißt das, was ich mache? Unterhalten, ja, aber nicht kämpfen. Und er sagt das auch mit so einem traurigen Unterton, weil er vermutlich auch gerne so ein kleiner Putin wäre, so mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd, Schwert in der Hand, für die rechte Sache kämpfen, die richtige Sache kämpfen, meine ich. Allein die Vorstellung von Franz Josef Wagner mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd ist eigentlich zu viel für den menschlichen Verstand, also jedenfalls für meinen. Er schreibt weiterhin, und das ist mein Lieblingsteil: Leider haben wir zurzeit nichts, was so stark ist wie Putin. Bis auf diesen Witz. Ein Rudel ausgehungerter Hunde trifft sich in der Ostukraine. 4 sagen, wir gehen jetzt nach Russland, wo alles besser ist. Nach einer Woche kehren die Hunde noch verhungerter zurück. Warum kommt ihr zurück? Fragen die ostukrainischen Hunde. Bei euch kann man wenigstens bellen, sagen die Hunde, die in Russland waren. Wow. Ja. Sie sehen, unglaubliche Resonanz auf diesen Witz. Ich bin sicher, das haut auch den Putin um. Also der wird jetzt in Moskau sitzen und zittern und sagen: Oh, scheiße, dieser Witz. Also, nee, ich gebe auf. Ich höre auf. Und dann können wir in der Bild exklusiv lesen: Putin tritt zurück wegen Hundewitz. Sie merken schon, Hunde ist heute ein sehr, sehr verbreitetes Thema. Also wenn es Wagners Anliegen ist, Witze zu erzählen, warum macht er dann immer diese verschwurbelte Kolumne, diese Post an Wagner, ja? Also warum bekommt er nicht eine eigene Rubrik Witzezeit mit Franz Josef? Ja, fertig ist die Sache. Wenn es eine Umfrage unter den Bildlesern geben würde, was halten Sie von der Kolumne von Franz Josef Wagner? 80% würden vermutlich sagen: Kolumne von wem? Ja, und zum Schluss schreibt Putin, zum Schluss schreibt Wagner: Den Putin-Fans will ich nur eine Frage stellen. Wollt ihr bei ihm leben? Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Ja, und den Wagner-Fans möchte ich an dieser Stelle die Frage stellen: Wollt ihr diesen Scheiß wirklich lesen? Okay, kommen wir zu etwas anderem Unangenehmen. Und zwar, ich bin ein bisschen sauer auf meine Zuschauer. Ich meine, ich habe in der ersten Folge von Presseschlau, das ist jetzt schon ein Stück her, ziemlich deutlich gemacht, was ich von Teddybären-Magazin halte. Nämlich, dass ich sie nicht leiden kann. Was schicken mir meine Fans also ein? Das hier. Den Bärenreport. Ja, danke für gar nichts, würde ein anderer Alsterfilm-Mitarbeiter sagen. Herzlichen Dank, wirklich. Ich zeige Ihnen jetzt den Beitrag dazu und ich hoffe, Sie haben beim Schauen mehr Spaß als ich beim Erstellen. Bitte sehr.
Die Bären, sie lassen mich nie in Frieden. Naja, streng genommen sind es ja meine Zuschauer, die mich immer und immer wieder quälen und mir seit der ersten Folge immer und immer wieder Bärenmagazine zuschicken. Das hier ist aus dem Jahre 2006. Soll das heißen, diese Plage gibt es schon seit 8 Jahren und länger? Okay, ich muss mal ein Geständnis machen. Ich habe gar keine Angst vor Bären. Ich habe das in der ersten Folge nur gesagt, damit es lustiger ist. Bärenmagazine sind nämlich nicht lustig. Tja, ich wette, wer immer mir dieses Heft eingeschickt hat, kommt sich jetzt ziemlich dämlich vor. Hä? Ja, wie dem auch sei. Der Bärenreport. Was ist das überhaupt für ein Titel? Klingt total investigativ. Wieso muss der kleine Plüschi auf der Straße landen? Dort droht er, drogenabhängig zu werden. Und er kann sich nicht einmal mit Prostitution über Wasser halten, denn nun, er ist hässlich. Erfahren Sie mehr im Bärenreport. Und ich sehe diese Unart, dass das Model Teile des Titels verdeckt, die gibt es auch schon länger. Internationales Magazin für Aber. Tja, naja, ich schätze mal, das ist nicht ganz so peinlich, wie Deutschland falsch zu schreiben. Das Magazin kostet 5,90 Euro in Deutschland. Im Editorial erfahren wir auch, dass der Erschaffer eines Bären immer Teil des kompletten Namens ist. Schauen Sie mal in die Schnittanleitungen. Dort finden Sie den prächtigen Bajazzo von Dorothea Bartels, den Wandersmann von Renate Hoffmann und das putzige Honorinchen von Anne Pehlmann. Ja, und was ist mit dem Lorenzo von Matterhorn? Wie, ihr kennt den Lorenzo von Matterhorn nicht? Oh, lustige Geschichte. I'm Lorenzo von Matterhorn. Are you, like, famous or something? Yes. Nee, Moment, halt, das, stopp, das gehört ja gar nicht hierher. Natürlich ist auch dieses Heft, genau wie Teddy und Co., gefüllt mit Infos über alle möglichen Veranstaltungen. Hier zum Beispiel ein kleiner Bericht über eine Bernissage. Bernissage. Wirklich? Was sagt das aus, wenn man Witze auf dem gleichen Niveau macht wie Brösel? Na Kleine, wie heißt du? Bärbel. Oh, und wohin geht man, wenn man lernen will, wie man Teddys macht? Was, auf ein Teddy-College? Unsinn, man geht natürlich auf eine Fach-Oberschule. Und was ist das? Eine neue Zweigstelle für Teddys Rotenburg gibt es jetzt auch in Nürnberg. In Nürnberg. Versteht ihr? Ja. Wie dem auch sei, das hier gab es zum Beispiel in Teddy und Co. nicht. Ein Bericht über eine Bärenmesse. Schlange stehen am Morgen. Echte Teddy-Fans warteten schon eine gute Stunde vor der Eröffnung. Oh ja, ich sehe, diese Messe war ganz offenbar zum Bersten gefüllt. Zum Bersten. Ach, scheiß drauf. Das Fernsehen zu Besuch auf der Messe. Das Sat.1-Team zeigte sich begeistert von der Vielfalt der Pelze. Gott, die zerren aber auch alles vor die Kamera, was sich nicht wehren kann. Wie interviewt man wohl eines von diesen kleinen Pelzviechern? Welche Sprache sprechen wohl Teddys? Gebärdensprache? Auch faszinierend, je nachdem wie man es nimmt, ist der Beitrag über die Europameisterschaften im Teddybärenmachen. Es ist jetzt kein Artikel, sondern mehr eine Fotostrecke. Naja, streng genommen ist das ganze Magazin eine einzige Fotostrecke, aber wir wollen ja nicht übertreiben, was? Okay, so muss ein Bär aussehen. Das ist tatsächlich ein bisschen süß. Trotzdem, ich bin noch nicht überzeugt. Nicolas Cage, was sagst du dazu? What is it? What's wrong, sister? Ja, das habe ich mir gedacht. Die Kategorie 8 ist aber der Knaller. Förderpreis der Firma Reinhard Schulte? Förderpreis? Es gibt einen Förderpreis für diese Bärenkacke? Ich weiß nicht, wer die Firma Reinhard Schulte ist, aber wenn sie zu viel Geld über hat, 2/3 der verschissenen Weltbevölkerung hungert. Also spenden sie lieber ein bisschen was für die dritte Welt, anstatt für drittklassige Bärenmacher. Das Preisbärometer Herbst 2006. Och, kommt schon, ihr versucht es ja nicht mal richtig. Das hier ist auch schön. Hey Ted, da ist ein Preis nach dir benannt. Scheiße. Ich traue mich gar nicht, die ganzen Bären anzuschauen. Ich habe immer Angst, irgendwas zu entdecken, was mir gar nicht gefallen könnte. Der hier sieht aus wie eine Teddybären-Version von Bane. Und der hier sieht aus, als würde er gerade zerlaufen. Ja, und der sieht aus wie ein echt typischer Assi-Bär. Hose hängt viel zu weit unten, viel zu großer Bademantel, die Frisur ist scheiße. Man zeigt ihn uns von vorne, damit man seine Bremsspuren nicht sehen kann, schätze ich mal. Und die zwei sehen aus wie die Zwerge aus dieser alten NPD-Werbung. Oh Gott, ich schweife schon wieder viel zu weit ab. Sollte ich jetzt noch darauf hinweisen, dass es hier eine Bauanleitung für einen Glühweinstand gibt? Für Teddybären?
Ja, ich sehe das Problem. Man will sich selbst mal wieder so zuballern, dass die Teddys mit einem reden, aber hat kein Geld für so viel Alkohol. Also denkt man sich, lässt man einfach die Bären saufen, die vertragen ja auch viel weniger. Darauf erstmal ein Glas Bärenmarke. Auf der letzten Seite ist auch noch ein Bericht über die Teddy-Abteilung im KDW. Eine ganze Abteilung, nur mit Bären. Die neue Plüschtierabteilung im KDW besticht durch übersichtliche Gänge und eine freundliche Atmosphäre. Ja, außer man hat eine Phobie vor Teddybären. Dann verursacht die Abteilung zittrige Hände, Angstschweiß und den ununterdrückbaren Drang, einen Teddyverkäufer zu ermorden. Wobei, den habe ich auch so. Oder einen von diesen Redakteuren vielleicht, Textern, Fotografen oder sonstigen Verantwortlichen für dieses verschissene Teddyheft. Ach ja, und wo steht das Kaufhaus des Westens? Na, na, in Berlin. Berlin, versteht ihr? Oh Gott, kann mich bitte jemand fesseln? Ich zeige Ihnen noch einen schönen Leserbrief. Liebes Bär-Report-Team, ich habe für meine Tochter zur Hochzeit am 15. Juli 2006 ein Brautpaar genäht. Das Brautkleid und der Brautschmuck sind mein eigener kleiner Entwurf. Oh je, warum stelle ich mir nur vor, wie die Mutter ihre Tochter zur Hochzeit diesen Teddy überreicht mit den Worten, hier, habe ich selbst gemacht. Und die Tochter nur so, ja, toll. Danke, Mutter. Naja, muss ja nicht so sein. Vielleicht habe ich Unrecht. Aber ich bin halt ein neurotischer Rechthaarbär. okay, jetzt reicht's aber wirklich, bevor ich platze. Vielen Dank für die Einsendung. Überhaupt danke für alle Einsendungen, die ich bekommen habe. Auch wenn ich manchmal so tue, als wäre es nicht so. Ich freue mich über alle gleich. So. Vielleicht sollte ich Herrn Beleites mal bitten, doch mal ein Anti-Teddybären-Magazin zu machen. Ja. Können wir ihn gleich fragen. Er sitzt ja jetzt hier, der Chefredakteur von Kot und Köter. Wolf Beleites, willkommen. Guten Tag. Was sagten Sie gerade über das KDW? Es gibt dort auch eine Hundeabteilung. Ja, mit klasse Sachen. Also das ist von Coco von Knebel. Die haben auch Niederlassungen hier in Hamburg, auf Sylt und sonst noch irgendwo. Und da gibt es schon ausgefallene Hundesets, Liegekissen, die so ungefähr bei 1.500 bis 3.000 Euro kosten. Hm, naja, sowas müsste wahrscheinlich auch gefördert werden. Das kauft ja, obwohl doch, das kaufen bestimmt Leute. Ja, gestern bei sonnigem Wetter habe ich an der Alster eine Frau mit einem Hunde, was man eigentlich nur von Babys kennt, ne? Mit so einem Baggy. Ja. Und da vorne saß ein kleiner Hund. Auch wohl so um die 900, 800 Euro. Der Hund jetzt? Nein. Okay. Sie haben mir am Telefon gesagt, Ihre Woche war die Hölle. Also wortwörtlich haben Sie das so gesagt. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, wie es klingt. Sie haben bestimmt mit vielen Leuten gesprochen. Kriegen Sie noch alles zusammen in den letzten Wochen, mit wem Sie alles gesprochen haben? Also ich habe mit ganz, ganz vielen Kollegen von der Presse gesprochen. Sowohl Funk, Fernsehen und auch Zeitungen und Zeitschriften. Wenn ich anfangen würde aufzuzählen, das würde Ihre Sendezeit überschreiten. Okay. Aber es war wirklich gewaltig. Das war öffentlich-rechtlich, es war Privatfunk, es waren Agenturen, dpa, EPD und Tageszeitungen. Also es war, ja, sie sind mir die Bude eingerannt, haben eigentlich immer, gerade die Fernsehteams, das gleiche Repertoire gehabt. Ein Interview mit mir am Schreibtisch, in der Redaktion. Dann auch immer die gleichen Fragen, insofern glaube ich, dass ich Ihre auch gleich gut beantworten kann. Auch immer diese Außendrehs, ne? Ich sehe immer. Und natürlich die Außendrehs, ja. Immer am besten bieten sich die Alsterwiese, die Hundeauslaufflächen an. Da waren wir dann auch. Bis auf Deutschlandfunk. Die haben ein schönes Interview mit mir gemacht in Eimsbüttel, auch an der Hundewiese. Aber es goss in Strömen, es war gerade ein Gewitter. Und so ein Interview habe ich noch nie gemacht. Der Kollege vom Deutschlandfunk saß unter einem Regenschirm. Ich saß neben ihm auf einer Parkbank unter einem Regenschirm. Es prasselte und weit und breit war kein Hund zu sehen. Und er fing dann seine Reportage damit an, Wolf Beleidigt ist glücklich. Weit und breit kein Hund. Das klingt sehr romantisch. Also, wie war Ihre Pressekonferenz? Ich kann mich erinnern, dass Sie in einem Beitrag gesagt haben, ich nehme mal an, scherzhaft, dass da dass eine Gang von, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hundeliebenden Bikern Ihnen gedroht hat, die Pressekonferenz zu stürmen und Ihnen aufs Maul zu hauen? Ja, also ein Kollege, den ich nicht kenne, hat mit unterdrückter Rufnummer, also er hat sich als Kollege ausgegeben, aus Hannover angerufen und hat gesagt, dass zu der Pressekonferenz eine Gruppe Rocker kommen wollen und den Laden aufmischen wollen.
Und daraufhin habe ich sowohl einen Kollegen beim NDR, der sich im Rocker- und rechten Milieu sehr gut auskennt, als auch die Kripo angerufen. Und von beiden habe ich ungefähr die gleiche Aussage bekommen, dass in Hamburg Kuttenverbot ist und Rocker machen nichts ohne Kutte. Das hätte keinen Sinn für sie. Und außerdem würden sie solche Sachen nie ankündigen. Die machen es spontan und sehr direkt dann. Die Polizeirevierwache war informiert. Ich hatte deren Nummer. Und die haben sich beim LKA auch schlau gemacht. Insofern waren sie doch endlich mal Freund und Helfer. Okay. Meine erste Reaktion wäre jetzt gewesen, ich habe dann, als sie sagten, sie haben angerufen bei, und dann hätte ich direkt noch ein paar Kollegen, noch ein paar Fernsehteams angerufen und gesagt, es wird spannend. Also da wird richtig was los sein. Das wäre jetzt meine. Aber das wäre dann auch die nächste Frage. Sie haben wahrscheinlich sehr viel Gegenwind bekommen, auch von vielen Leuten, die wahrscheinlich den satirischen Charakter des Magazins nicht so ganz begreifen. War das jetzt das Schlimmste oder fällt Ihnen spontan noch was Schlimmeres ein? Also ich habe eine ganze Menge Hassmails gekriegt. Ne? Da ist das die Einweisung in die Psychiatrie noch das Geringste. Also schon... Das hat man mir auch schon vorgeworfen. Also. schon solche Sachen. Ich möge doch mal beim dicksten Berufsverkehr über die Autobahn gehen. Bis hin, man wird kommen und mir den Kopf einschlagen und mein Gesicht in Hundescheiße stecken und all sowas und so. Und die meisten anonym dann auch noch. Ja. Also mir fällt da auf ihrer Homepage fällt mir der Spruch ein, da steht von Gabriele Gärtner von Media, die selbst geschrieben hat, da fällt mir ein Spruch ein, wenn du willst, dass dein Kind sicher über die Straße kommt, dann gib ihm einen Hund mit. Kein guter Deutscher würde einen Hund überfahren. Das glaube ich. Deshalb haben wir diesen Spruch auch ausgewählt. Okay. Aber Sie nehmen das schon doch relativ ernst. Also sie wirken nicht so, als würden sie total, also offensichtlich sind die Rocker nicht erschienen, sie sehen noch relativ gesund aus. Mhm. Und der Rest, also haben sie da mittlerweile, ich nehme mal an, sie machen das ja schon ein ganzes Stück, das geht ja dann schon über 20 Jahre, ja. die Planungsphase, sage ich mal, das ist ja wahrscheinlich nicht das erste Mal, das ist damals wahrscheinlich auch schon vorgefallen. Ja, also auch damals, also es fing vor 22 Jahren an als ein Fake. Und damals kamen dann auch die ersten Hassanrufe. Damals gab es noch kein Internet. Keine Mails, ja, ich wollte gerade sagen. Keine Mails. Und da landeten dann auf meinem Anrufbeantworter auch ganz wüste Sachen. Krebs, Krebs, Krebs wünsche ich dir und deiner ganzen Familie. An Krebs sollst du verrecken. Und solche Sachen. Wow, okay. Also, aber davon abgesehen, das Ganze, also als Sie angefangen haben, hatten Sie ja eine bestimmte Intention und das war damals, vor über 20 Jahren, noch nicht die Intention, tatsächlich ein Heft daraus zu machen, sondern Sie haben mir gerade erzählt, Sie hatten eigentlich was anderes vor. Eigentlich hatte ich gar nichts vor. drei Kollegen und ich, wir saßen in der Kneipe und tranken Guinness. Hm? Und klingt gut. Und beflügelt. Und wir unterhielten uns über Boulevardpresse und so weiter und so fort und überlegten uns, was denn die beste Boulevardschlagzeile sein können. Und dann kamen wir nach zwei oder drei weiteren Guinness, also jeder, nicht alle zusammen, ja. darauf, dass die Zeile, die die damalige Illustrierte Quick irgendwann in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mal ermittelt hat, nicht zu toppen sei. Die lautete, deutscher Schäferhund beißt Inge Meisel Brustkrebs weg. Und da ist alles drin, was der Boulevard braucht. Ja. Ja, und dann waren wir beim Thema Hunde und tranken weiter Guinness. Und dann haben wir uns überlegt, welche ebenso überfällige wie überflüssige Zeitschrift der deutsche Markt nicht braucht. Und da fiel uns damals der Titel Kurt und Köter ein. Die Zeitschrift für den deutschen Hundefeind. Und dann wurde es ein Selbstgänger. Okay, und irgendwie ist das dann dazu gekommen, dass dieses Fake-Cover dann auch entstanden ist. Das war mit Hilfe von den Kollegen von Extra 3, ja. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich war jahrelang Mitarbeiter bei Extra 3 und wir haben einen Beitrag gemacht darüber, dass damals erschien gerade der Fokus auf dem Markt
Und da haben wir einen Beitrag gemacht, was ist schon der Fokus, den braucht niemand. Was die Welt braucht, ist Kurt und Köter. Und hat die NDR-Grafik mir ein Titelblatt gemacht. Und mit diesem Titelblatt, das habe ich auf irgendeine Hundezeitung geklebt, ja, sodass man auch blättern konnte und auch Hunde sah, mit diesem Titelblatt, mit dieser gefakten Kurt und Köter-Zeitschrift, bin ich dann durch die Talkshows getingelt. Mit dem Ziel herauszufinden, jetzt müssen wir ja, also am Anfang war es eigentlich nur ein großer Gag. Ja. Und dann dachte ich mir, nee, jetzt will ich mal wissen, wie arbeiten die eigentlich. Und tja, die Talkshows-Redaktionen sind in dem Sinne überhaupt keine, gerade die von den damaligen Krawall-Talkshows in den 90ern, sind im Prinzip überhaupt keine Redaktionen, sondern schlicht und einfach Rollenbesetzungsbüros. Die haben auf der einen Seite die Tierfreunde, die Hundeliebhaber, und dann hatte ich den Part des Hundehassers, des Bad Guys zu spielen. Ja. Und die Rolle hat mir gefallen und war auch lukrativ. Das müssen ja dann ganz schön, also die, es ist ja so, als Gag sagt man das ja so, dass sich bei den Talkshows, diesen Daily Talkshows, die Themen so alle 3 Wochen wiederholen. Aber sie waren ja dann doch in ganz schön vielen. Also sie waren ja dann, wir haben übrigens noch ein paar Ausschnitte dabei. Unter anderem, gut, Schreinemakers Live kann man ja jetzt nicht so als Krawall-Talkshow bezeichnen, oder? Doch, im Prinzip ja. Die macht das auch relativ ruhig, aber es ist krawallig. Okay. Ist das okay, wenn wir mal kurz den Ausschnitt zeigen von Schreinemakers? Den finde ich übrigens sehr großartig. Können wir das mal sehen? Gleich einen Gast, der heißt Wolf Beleites und der wird in Bälde eine Zeitschrift auf den Markt bringen. Die heißt Kot und Köter, also nicht gerade der hundefreundlichste Titel. Guten Abend, Wolf Beleites. Herr Beleites, was halten Sie von Hundefriedhöfen? Ich denke, das ist eine neurotische Fortsetzung eines neurotischen Verhältnisses. Das Verhältnis, was die Menschen im Leben mit Hunden haben, setzen sie da fort. Ich halte gar nichts davon. Also, ich muss Ihnen sagen, also die Rolle, ja, also scheint Ihnen wirklich Spaß zu machen. Das, ja, hatten Sie gut drauf. Ich finde es auch erstaunlich, wie dynamisch das damals war. Man hat Ihnen keine Zeit gelassen, erstmal zum Platz zu kommen. Schon im Gehen mussten Sie schon die erste Frage beantworten. Das ist ja ganz schön stressig. Wissen Sie noch, ich konnte es leider nicht rausfinden, wissen Sie noch, wer der andere Herr da war, der noch mit am Tisch war? Den Namen habe ich vergessen. Es war der hatte einen Hundefriedhof in Tim Aspe oder Hohen Aspe gehabt. Und den habe ich in mehreren Talkshows dann nochmal wieder getroffen. Und also nach Schreinemakers das erste Mal haben wir hinterher ganz nett geplaudert, auch an der Hotelbar. Und ich habe ihm erzählt, was mein Honorar ist. Und er sagte, er bekommt nur die Auslagen ersetzt und so. Dann ging er es nicht um die Sache. Und dann traf ich ihn bei RTL ein paar Monate später in der Maske mal. Und da sagte er mir ganz freudig, jetzt habe ich auch was gefordert und ich habe es auch gekriegt. Und da mochte ich ihm nicht schon sagen, dass ich mein Honorar mittlerweile verdoppelt habe. Auf 1000 Mark damals, pro Auftritt. Das ist ja eigentlich sehr bitter. Also ihm ist die Sache offensichtlich ernst. Also klar, seine Motive kann man in Frage stellen, aber ihm ist die Sache offensichtlich ernst. Und er kriegt nur die Auslagen und Sie spielen nur eine Rolle und meinen das gar nicht 100%, also Sie meinen das gar nicht so bierernst. Naja, er verstand die Geschichte schon. Er sagte mir dann mal, naja, wir brauchen uns ja gegenseitig. Wenn wir gegenseitig nicht da wären, würden die uns ja auch gar nicht einladen. Das heißt, wir müssen uns gegenseitig auch hochschaukeln. Ihm ging es um sein Anliegen des Hundefriedhofs. Okay. Aber man kann auf die Homepage gehen, kotundköter.de, und würde dort alles finden, was man bräuchte, wenn man noch ein Exemplar haben wollen würde. Aber es würde wahrscheinlich jetzt ein bisschen dauern. Naja, vielleicht nächste Woche kann das dann schon da sein. Ach so. Also noch einmal www.kotundköter in einem Wort. Das Ö als OE geschrieben, www.kotundköter.de. Gut, wenn Sie nicht hier wären, wenn ich so einen Beitrag über das Heft machen würde, würde ich mich vermutlich über den Preis aufregen. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Ich frage dann halt ganz sachlich, wie der Preis von 97, wie ist das zustande gekommen? So teuer sind wir nicht, 87. 87, oh, Entschuldigung, tut mir leid, mein Fehler. Was vor allen Dingen lustig ist, ist das alte Heft, was ja dann schon seit über 20 Jahren existiert. Dort stand der Preis drauf von 7,80 Mark. Und wir haben, als wir es noch nicht wussten, haben wir überlegt, ja, was wird das wohl jetzt in Euro kosten?
Und ja, als wir dann gesehen haben, 7,80 Euro, haben wir schon gesagt, ja, das ist ganz schön teuer. Bei jedem anderen Heft, was natürlich dann inhaltslos ist, so wie die ganzen Sachen, die ich alle schon besprochen habe, würde ich mich über den Preis aufregen. Ja, aber Sie haben die Erklärung doch eben selbst gebracht. 87 hat damals die NDR-Grafik ohne mein Wissen drauf gedruckt. Und ja, die Rate ist im Prinzip mittlerweile die Umtauschrate 1:1. Habe ich gesagt, bleibe ich bei dem Preis, 87 Euro. Und das Titelblatt, also der jetzigen Ausgabe, sieht genauso aus wie die alte Ausgabe. Das habe ich, wie gesagt, aus Reminiszenz an die alten Zeiten gemacht. Trägt mir den Vorwurf ein, dass das sehr, sehr altbacken aussieht. Irgendjemand sagte, sie sehe aus wie ein Pfadfinderheft. Damit kann ich leben. Die nächste Nummer wird anders aussehen. Okay. Zeitgemäßer. Wirklich? Also ich finde, das hat durchaus Charme, das Cover. Jetzt haben wir es gerade nicht da, wir können es im Nachhinein gerne nochmal einblenden, aber ich finde, das hat durchaus Charme. Ich finde, das sieht wirklich klasse aus. Im Prinzip können Sie das Cover für jede Ausgabe benutzen. Das wäre natürlich auch was. Und jede Ausgabe den gleichen Text, ja. Dann habe ich nicht so viel Arbeit. Nee, die Arbeit macht mir Spaß und die Arbeit macht den Kollegen auch Spaß. Und je mehr wir uns reinsteigern, desto kreativer sind wir. Weil Themen gibt es genug. Die Themen liegen auf der Straße. Ja, nicht nur die Themen, dann wohl. Mhm. Zum Schluss möchte ich Ihnen und allen anderen auch noch was zeigen, was ich gefunden habe. Das etwas zum Thema passend und auch damit gleich noch eine Verbindung zur letzten Ausgabe. In der letzten Ausgabe hatten wir ein Heft, Wings Club hieß das. Und völlig irrelevant, das Heft, nichts Besonderes. Aber da war ein Extra drin und zwar ein, wenn Sie sich erinnern, Sie wahrscheinlich nicht, aber Sie zu Hause. Das war Lipgloss für Mädchen. Das Heft war so Zielgruppe so ab 6 Jahre ungefähr. Das war Lipgloss in Smartphone-Form. Und das Magazin, was ich hier habe, trägt den Titel Total Tierlieb. Und schauen Sie mal, das hat mir übrigens auch ein Zuschauer zugeschickt. Und schauen Sie mal, was da als Extra dabei ist. Ein Schreibblock und ein Radiergummi in Smartphone-Form. Und ein Stift und Sticker, aber ja, wie gesagt, der Block und der Radiergummi, das ist schon erstaunlich. Ich finde es erstaunlich, wie also dann heutzutage doch wie diese Form schon eingeprägt wird, auch für Kinder. Das ist auch ein Heft für Kinder, diese Smartphone-Form, wie die Kinder schon auf diese Form geprägt werden und dann Kinder dann später zu ihren Eltern kommen und sagen, ich hätte gerne ein Smartphone und die fragen sich dann, wo haben die das her? Ich finde, durch diese Magazine wird das geprägt. Das sage ich jetzt ganz neutral. Also mit Verschwörungstheorien habe ich nichts am Hut. Das ist auch Holgers Sache. Der hat da gerade genug Ärger damit. Ich sage es nur einfach mal so. Ich verstehe auch die Relevanz nicht. Also gerade bei dem Wings Club konnte ich so halbwegs nachvollziehen. Aber hier, das ist ein Tiermagazin und ein Schreibblock und ein Radiergummi. Komme ich nicht mit klar. Vielleicht kann man, also wenn man einen Hund besitzt, kann man damit vielleicht den Code aufheben. Möglicherweise, wenn man schmerzfrei ist. Ihnen wollte ich aber was vorlesen, das wird Ihnen garantiert gefallen. Hier gibt es nämlich eine extra Seite für Hunde. Action für Hunde heißt die. Genau. Das sind alles wunderbare Sachen, die man mit seinem Hund machen kann, um ihn eigentlich zu vermenschlichen, wenn man so möchte. Und der Klassiker ist das hier, das nennt sich Dog Dance. Dog Dance ist genau das Richtige für verspielte und aufmerksame Hunde. Tanzschritt für Tanzschritt üben Hund und Besitzer eine Choreografie zu einem Lied ein. Das Tolle an diesem Hobby, die einzelnen Kunststücke können nach eigenem Geschmack gestaltet werden. Mit etwas Talent kann ein kleiner Auftritt auf dem Familienfest für tierische Unterhaltung und für viel Spaß sorgen. Das ist wunderbar. Den Text werde ich abdrucken mit der nächsten Ausgabe. Dann gefragt oder ungefragt? Zitiert. Finde ich wunderschön. Also das ist hier natürlich der Klassiker, schnappt den Ball und über irgendwelche Hürden springen. Aber das finde ich wirklich, das Bild ist auch, wenn Sie das ganz kurz sehen können, der Hund hier unten, der sieht extrem glücklich aus in dem, was er tut. Ja, finde ich. Und ganz am Schluss natürlich, als ich das noch gesehen habe, hat es mir auch fast die Schuhe ausgezogen. Gucken Sie mal, hier ist auch eine Vorschau auf das nächste Heft und gucken Sie mal, was da als Extra drin ist. Ein cooles Radio mit Kopfhörer in Smartphone-Form.
Ja, da weiß ich auch nicht mehr, was ich zu sagen soll. Also das sind schon zwei Seiten für mich, für die nächste Ausgabe. Jetzt, ich erinnere mich gerade, jetzt muss ich sagen, wir hatten mal in einer Pressefolge hatten wir eine App vorgestellt in einem Heft. Das war in diesem Heft hier. Genau, das war auch so. Da war auch das Model verdeckte, das Model sage ich immer, verdeckte die Hälfte des Titels. Und ich wusste nie, genau so geht's auch. Verdeckte auch die, ich weiß nicht, Hundereporter heißt das, war hundereporter.de. Und hier, genau, Giftköder-App. Da, Giftköder-App. Das ist eine App, da kann man, das ist für Hundebesitzer, die können, offensichtlich ist es das Hobby von vielen Deutschen, vielleicht haben sie das mit initiiert, von vielen Deutschen, überall in deutschen Großstädten Giftköder auszusetzen, um Hunde zu vergiften, also für Hundehasser. Und es gibt also eine App, die Hundebesitzer davor warnt, wo überall Giftköder hin, wo überall Giftköder liegen. Also, dass ich das initiiert habe, das weiß ich weit von mir. Ich denke mal, das sind Leute, die schon ahnten, was Kreisler mit seinem Lied ursprünglich vorhatte und aber auch die Satire nicht begriffen hat. Hunde vergiften im Park. Ja. Ja. Wunderbar, da schließt sich der Kreis. Also, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel, viel Glück mit Ihrem Heft. Und ja, wie gesagt, wenn Sie dann tatsächlich an der Börse sind und soweit, dann holen wir Sie nochmal her. Und dann zahlen Sie uns vielleicht auch ein bisschen Honorar. Weil von Ihren Abozahlen können wir nämlich nur träumen. Okay, ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen auch. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Am 12. Mai wird die 19. Folge von Presseschlau aufgezeichnet. Und am 15. Mai ist sie dann für Abonnenten verfügbar. Zum Schluss noch, wenn Sie Hinweise haben, wenn Sie uns Sachen einschicken wollen, dann können Sie das gerne tun, info@presseschlau.de, oder wenn Sie uns physisch Magazine einschicken möchten, irgendwas, was Sie gefunden haben am Zeitungsstand, gerne an Alster Filmstudio, Kennwort Presseschlau, von Bargenstraße 18, 22 041 Hamburg. Dankeschön und danke an das Publikum fürs Dasein und bis in 2 Wochen. Tschüss! Tschüss.